herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Mr. Veschi. Heute nochmal mit dem ITX Gaming PC auf Basis von dem Ryzen 5 2600 und der KFA2 GTX 1060. Heute habe ich den Rechner soweit fertig. Ich habe jetzt auch die Spiele runtergeladen. Ich muss mal gucken, dass ich mir vielleicht eine SSD mal baue, wo Windows und die Spiele schon drauf sind, weil ich habe gestern 7 Stunden runtergeladen. Hauptsächlich wegen Kingdom Come Deliverance und GTA. Die haben sich etwas gezogen. GTA sind ja nun mal 80 GB, die man da runterlädt jedes Mal. Das dauert. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt hier mal so in der Reihenfolge durch, nachdem der Rechner jetzt eingerichtet ist. Wir machen erstmal einen Cinebench, dann lassen wir mal einen 3D-Mark laufen, dann können wir mal in den Valley-Benchmark gucken. Das ist Tomb Raider 2013 hier, das ist Rise of the Tomb Raider. Dann können wir mal in GTA gucken und Kingdom Come gucken. Parallel dazu machen wir hier mal den... Nein, ich will jetzt kein Update runterladen. Parallel können wir hier mal den Hardware-Monitor aufmachen. Obwohl brauchen wir eigentlich nicht, weil ich habe hier auch den MSI Afterburner installiert. Der müsste im Hintergrund laufen. Ja, den machen wir aber mal für die Benchmarks, machen wir den nochmal zu, weil da brauche ich ihn nicht. Oder doch? Ja gut, für den Cinebench lassen wir ihn mal zu. Wir gucken jetzt mal in den Cinebench rein. Cinebench R15 und machen erstmal den CPU-Test Multicore und da geht es hier richtig los. Sind ja hier 12 Threads, die hier arbeiten, 6 Kerne. Ich habe ihn jetzt nicht übertaktet. Und da arbeitet er. Stört euch nicht hier an der Anzeige Windows aktivieren, denn ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das System danach nicht wieder platt mache und deswegen habe ich es auch einfach noch nicht aktiviert. Ihr seht, wir kommen hier an die Leistung eines Intel Xeon 5650 ran, der hat aber 12 Kerne, 24 Threads, also das ist schon ordentlich, was der hier leistet. 1276 Punkte. Jetzt können wir nochmal ins OpenGL gucken. Das ist ja so der Test der Grafikleistung in OpenGL. Da sind ja meistens die Nvidias ein bisschen schlechter als die RTI-Karten. Weil die ja nicht so auf OpenGL optimiert sind. Gucken wir mal, was hier für eine Framerate bei rauskommt. Der geht ja nicht so lang, der Test. Schon, so. Jetzt kommt das Ergebnis. ...122,57 FPS, ja, das ist eigentlich ein guter Wert für eine 1060, also kann man sich jetzt nicht beschweren. Sieht eigentlich soweit gut aus. Haben wir den hier gesehen? Kannst du mal speichern, ich mache das System dann aber eh wieder platt wahrscheinlich, wie gesagt. Dann können wir hier mal den Afterburner wieder starten. Denn der zeigt uns ja dann dieses schöne Screen-Overlay wieder. Wir gehen mal in den 3D-Markt, da werde ich jetzt mal den, den Fire Strike aktivieren, laufen lassen. Und ich wollte hier mal gucken, über welches... passt eigentlich. Du gibst den Sound über die Nvidia aus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in den stinknormalen Firestrike hier rein. Keine Demo, sondern nur den Benchmark.
Lass mal den mal durchlaufen. Können wir dabei mal beobachten, was uns das, wie heißt's, das Plugin von Afterburner, das das Overlay anzeigt, habe ich jetzt vergessen. Ich habe es vergessen, ich bin ehrlich. Aber wir können mal gucken, wir werden sehen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen getestet, bevor ich das Video gemacht habe. Wie ich schon prophezeit habe, laufen wir eher ins GPU-Limit als ins CPU-Limit. Das heißt, unsere CPU hat noch gut Luft, die Grafikkarte läuft aber an der Grenze. Das werden wir jetzt gleich sehen hier. Ihr seht es genau hier oben. Also ich habe jetzt hier keine Maus, aber ihr seht es, GPU 53 Grad und 98% Auslastung. Wobei die CPU bei 45 Grad und 9% Auslastung läuft. Und wir gehen hier so mit 60, 70, kurz mal an die 80 FPS. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus, was die hier tut. Ist ganz praktisch, wenn man sich das so gut anzeigen lassen kann. Weil man da doch ein paar mehr Werte sieht als nur die FPS, die uns da 3D Mark anzeigt. Weil wir können halt auch ein bisschen die Temperaturen beobachten, was ja bei so einem kleinen Case, wie wir hier haben, eines der Hauptprobleme ist. Deswegen brauche ich auch unbedingt noch das Y-Kabel, dass der große 120 mm Lüfter noch läuft. Dass der kühle Luft ins Gehäuse saugt. Denn wenn man hier länger in einem Game ist, dann wird das Gehäuse schon angenehm warm innen drin. Gut, momentan ist jetzt nicht so das Problem. Ich habe jetzt den Rechner ja etwas im Leerlauf laufen lassen, dass er sich wieder abkühlt. 42, 47, 48 FPS, aber hier haben wir halt auch diese Rauchpartikel. Die sind ja immer der absolute Killer für Grafikkarten. Solche Partikelberechnungen. So, jetzt kommt der CPU-Test. Also Physiktest. Physik läuft ja auf der CPU. Und da war ich recht positiv überrascht. Denn hier sind wir unterwegs mit 52, 53 FPS. Jetzt gehen wir natürlich auch mal mit Last auf der CPU hier durch. Jetzt ist es halt mal umgekehrt, aber das ist halt auch ein Test, der eigentlich ausschließlich die CPU belasten soll. Jetzt kommt noch mal so ein kombinierter Test aus Grafik und Physikberechnungen, wo halt noch mal Grafikkarte und Prozessor gestresst werden. Aber ich bin mit dem Ryzen 5 2600 wirklich zufrieden. Also für den Preis, den dieser Prozessor hat, bietet der eigentlich eine richtig gute Leistung. Da kann jetzt also keiner irgendwie meckern. Ich meine, der Prozessor kostet mit Kühler 160 Euro. Ich habe nochmal geguckt. Und dafür diese Leistung finde ich eigentlich super. Hier waren wir jetzt so bei 20 FPS unterwegs. Jetzt sehen wir gleich unser Ergebnis, das wir erzielt haben. Da haben wir also nun 11.465 Punkte. 13.133 im Grafiktest und 16.976 im Physiktest. Seht ihr auch nochmal Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB und AMD Ryzen 5 2600 6 Core. Können wir uns hier nochmal die Ergebnisse genau angucken. Ich denke, das ist ein solides Ergebnis, was wir hier erzielt haben. Vor allem ist dieser PC ja auf Budget eigentlich entstanden. Wir rechnen dann am Ende jetzt von dem Video nochmal zusammen, was er wirklich gekostet hat. Komplett. Und dann seht ihr, für dieses Budget ist das eigentlich ein guter Rechner. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Genau. Haben wir noch den Valley. Den Valley Bench. Den habe ich hier auf Ultra. Ein Monitor. Achtfach Anti-Aliasing, Anti-Aliasing, ah, das kann ich immer nicht aussprechen, dieses blöde Wort. Genau, das ist so ziemlich fette Einstellungen, das ist so
ziemlich das Höchste, was überall geht, DX11. Weil, wie gesagt, die Nvidias mögen OpenGL nicht so sehr. Die sind eher mal für DirectX optimiert. Da gehen wir jetzt hier mal rein in den Rally. Lassen den mal ein bisschen laufen. Overlay ist schon da, das ist schön, weil dann sehen wir hier nämlich, dass wir prompt wieder im GPU-Limit sind. Und die CPU sich eigentlich zu Tode langweilt. Und wir hier solide 190 FPS haben, okay. Ja, aber dann geht's mal wieder 100. Aber ich denke mal, wir sollten hier relativ konstant über 100 haben, denke ich mal. Ja. Wenn er eine neue Szene lädt, droppt's mal kurz, weil ich das halt auf einer Festplatte jetzt hab, anstatt auf einer SSD. Deswegen, wenn eine neue Szene kommt, droppt's mal kurz. Aber dann fängt er sich direkt wieder und wir sind wieder bei 100. Jetzt können wir aber hier mal die Temperatur der Grafikkarte beobachten. Ich glaube, hier habe ich auch eine Maus, genau. Hier oben. 65 Grad haben wir hier. 61% Auslastung, da kann er dann wieder mal ein bisschen kühlen. Speicher nutzt jetzt dieser Benchmark auf der Grafikkarte so gut wie gar nicht. Sind gerade 800 MB ausgelastet. Der Speicher taktet auf 4 GHz im Moment. Das ist ja GDDR5 in der Karte. Dann können wir hier die CPU mal beobachten. Die läuft momentan bei 3,8 GHz im Turbo Boost und Arbeitsspeicher sind gerade 3 GB in Verwendung. Also man kann hier noch viel mehr anzeigen lassen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen beschränkt, das Ganze, was hier angezeigt wird. Aber ihr seht jetzt, die kommt die Grafikkarte so allmählich auf die 70 Grad Marke. Der Regen und so, das zieht schon solche Effekte. Wobei man sagen muss, dieser Rechner wird dabei aber auch nicht laut. Dafür, dass ich den Stockkühler von dem Ryzen verwendet habe, ist das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir brechen den Benchmark mal hier ab. Ihr seht, also wir irgendwo hier fangen wir uns auch bei der Grafikkarte bei 70 Grad. Und die CPU fängt sich da auch irgendwo bei 50. Deswegen gehen wir hier mal aus dem Benchmark wieder raus. Ich denke, ihr habt genug gesehen davon. Gucken wir uns als nächstes mal ein paar richtige Spiele an, würde ich sagen. Und diese Meldung hier nervt allmählich. Gehen wir mal in das alte Tomb Raider rein und gucken mal den Benchmark an vom Spiel. Das ist ja kein synthetischer Benchmark, wie es 3D-Mark macht, sondern das ist ja wirklich dann Spielegrafik, die der hier zeigt, auch in der Spiele-Engine gerechnet. Und deswegen ist es auch repräsentativ, als wenn wir hier spielen würden. Nochmal kurz Optionen, was ich eingestellt habe, Grafik. Wir haben hier also Full HD, 60 Hertz Bildwiederholrate, ja, weil mein Bildschirm halt 60 Hertz hat. Ich habe aber, wo ist es? Sehe es gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall VSync deaktiviert. Ja, da steht es ja, VSync ist aus, damit wir sehen, wie viel, sonst wenn ich jetzt hier das VSync anmachen würde, würden wir durch den Monitor halt jetzt auf 60 Frames beschränkt werden. Wenn ich das VSync jetzt ausmache, dann seht ihr, haben wir hier auch 100 FPS mal im Spiel. Das ist halt so, vor allem seht man hier im Menü läuft die Grafikkarte auf 100%. Das ist schon heftig. Man denkt immer, das Menü ist so ressourcenschonend. Nee, eher im Gegenteil. Da haut er richtig Frames jetzt raus und kämpft richtig. Wir gehen hier mal zurück und gehen in den Benchmark. Ihr habt es gesehen, ich habe so ziemlich auf Ultra gestellt, das Spiel. Habe jetzt bloß das V-Sync ausgemacht, damit wir hier halt höhere Frame, damit wir wirklich die Framerate sehen, sonst werden wir halt gelockt auf 60. Wobei ich der Meinung bin, dass 80 Frames ein grundsolides Ergebnis ist.
So, dieser Benchmark dreht sich einmal um Lauer. Ich fand das Spiel damals cool. Mir hat es Bock gemacht, das zu zocken. Das habe ich damals aber nicht am PC, sondern an der PS3 damals gespielt. Lang, lang ist's her. Das war mein letzter Titel, den ich auf der PS3 gespielt habe. So, jetzt seht ihr, also niedrigste FPS waren 76, maximale FPS 128, im Schnitt 102. Ich würde sagen, wir beenden das direkt auch wieder. Und gehen mal in Rise of the Tomb Raider. Ich gebe dem Rechner nur mal kurz eine Pause, damit er mal kurz wieder ein bisschen abkühlt. Das können wir hier im Hardware-Monitor überprüfen. Ah, ich hätte mal den Haken mit den Updates rausnehmen können. Wo sind denn die Temperatures? Utilization? Mhm. Der Ryzen kann gar nicht seine Core-Temps anzeigen. Das ist aber doof. Bei meinem Intel geht es. Da kann er hier bei Temperatures die Temperatur jedes Cores einzeln anzeigen. Hier sehen wir jetzt nur das Package. Ist bei 42 Grad. Das ist okay. Und interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Die GeForce interessiert uns noch. Die ist jetzt bei 54 Grad. Viel mehr wird es jetzt auch in dem kurzen Moment nicht runterkühlen. Weil da fehlt mir einfach jetzt noch der Lüfter im Gehäuse. So, gehen wir mal in den Rise of the Tomb Raider und gucken uns da auch mal den Benchmark an. Kurz zu den Optionen. V-Sync habe ich wieder aus. Anti-Aliasing habe ich angeschalten auf zweifach. Anti-Aliasing. Ich hasse es. Genau. Dann spielen wir das hier mal. Ich glaube, ich habe alles so auf hoch oder sehr hoch gestellt. Wie gesagt, er muss das jetzt hier von der Festplatte laden. Das dauert einen kleinen Moment. Wenn wir hier mal in die Optionen schauen. Grafik. Hoch, hoch. Anisotrophe Filterung, vierfach, Schattenqualität hoch, Detailstufe hoch. Ja, wir haben ja also ein bisschen was ausgewählt. Ich finde es immer geil, wie hier im Menü die Grafikkarte auf 100% durchschürt. Das ist der pure Wahnsinn. Gucken wir uns mal hier den Benchmark von dem Spiel an. Was unsere Lara hier tut. Wie gesagt, V-Sync ist wieder aus, damit wir die volle Framerate hier sehen. Hier sind wir bei 100. Das wird aber noch droppen, das kann ich euch schon sagen. Jedes Stück geht es ein bisschen runter. Gerade der Berg, wenn hier gerendert werden muss, wird es halt richtig hart. Sind wir bei 55, 50, 52. Das hier ist auch eine relativ anspruchsvolle Szene durch die Dampf- und Wassereffekte da im Hintergrund. Und ihr seht's, also wir sind permanent im Limit der Grafikkarte. Unser Prozessor, der hätte noch Luft. Das heißt, ihr braucht eigentlich für die Gaming-PCs normalerweise nicht so die High-End-Prozessoren. Spart euch lieber da ein bisschen Geld und investiert's in eine vernünftige Grafikkarte.
da habt ihr im Normalfall mehr davon, weil bis euer Prozessor mal an die Grenzen kommt beim Gaming, das dauert immer etwas länger. Meistens ist immer die Grafikkarte das Bottleneck. Genau, hier haben wir jetzt das Ergebnis für Rise of the Tomb Raider. Das ist im Berggipfel, haben wir 81 FPS im Schnitt. Minimum waren jetzt 36, Maximum 147, okay. Da würde ich immer nicht so viel drauf geben hier. Man sieht halt, wie weit es mal runterdroppen kann, aber so im Schnitt Syrien 57 FPS und im geothermalen Tal 63 FPS. Das sind eigentlich gute Werte. All in all 67,8. Das kann man jetzt nicht meckern. So, wir beenden den mal wieder hier, damit die Grafikkarte mal wieder etwas zur Ruhe kommt. Gucken wir mal wieder rein. Jetzt hat er wieder alles aufgeklappt. GeForce. Die Zeile interessiert uns. Wir warten mal kurz, bis er wieder auf ein paar 50 Grad unten ist. Es geht ja immer recht flott. Ihr seht ja auch, dass die Grafikkartenlüfter gerade ein bisschen höher drehen mit 1800, 1700. Klar, je kälter die jetzt wieder wird, schraubt auch die Karte die Lüfter wieder runter. Ja, ich würde sagen, wir gucken als nächstes mal in GTA und Kingdom Come, aber nachdem das ein wenig längere Ladezeiten hat, mache ich da mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns im Spiel. So, nun bin ich hier in GTA 5. Ich habe alles auf ziemlich hoch und wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen durch Los Santos heizen und werden dabei mal so ein bisschen auf unsere Framerate gucken, würde ich sagen. Aber ich denke mal, ja, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Ich habe es mir erst vor kurzem wieder gekauft. Und ich habe das auch immer mit Gamepad gespielt und nicht mit Tastatur. Heute spiele ich es aber mal mit Tastatur und ich habe auch die Sounds aus. Wir versuchen uns mal ins Stadtzentrum durchzukämpfen. Aber ihr seht, unsere Framerates sind relativ konstant. Ich denke mal, da können wir nicht meckern bei sowas. Juhu, Auto ist schon total Schaden, so gut wie. Ich glaube, ich brauche mal ein neues. Ja, nicht sowas. Ja, geht gerade. Gib mir mal dein Auto, Alter. Genau. Wir fahren mal weiter. Juhu, Polizei! Ja, meine Fahrskills haben irgendwie extrem nachgelassen. Da unten fahren die Cops spazieren. Ja, ihr seht, also die Framerates sind schon konstant. Wir fahren hier mal schnell in die Gegenrichtung. Ja. Meine Fahrskills sind ideal. Ah, da hinten kommen sie wieder, unsere Freunde. Ups, irgendwie funktioniert mein rechter Reifen nicht mehr. Linker Vorderreifen, meine ich.
Und ich hab Bullen im Genick. Scheiße gelaufen. Aber ihr seht's, also die Framerates sind eigentlich bei über 100 konstant. Ja, erschieß mich, komm. Mach hin. Also wir brauchen da jetzt eigentlich nicht weiter testen, weil ihr seht, wir sind im Limit der Grafikkarte angekommen. Die ist auch bei irgendwo knappen 80 Grad jetzt, weil da drin die frische Luft fehlt. Und naja, aber es funktioniert eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich lade jetzt mal schnell noch Kingdom Come Deliverance und wir sehen uns gleich wieder. So, nun sind wir hier in Kingdom Come Deliverance. Ich habe das Spiel geladen und Full HD eingestellt, alles relativ hoch, bis auf die HD-Texturen, die habe ich mal ausgelassen, denn ich habe das Spiel hier auf einer Festplatte installiert und wenn ich jetzt die HD-Texturen anmache, dann kommt er hier nicht mehr mit dem Laden hinterher. Das funktioniert nur, wenn man das Spiel auf einer SSD hat. Und wir hüpfen jetzt mal auf unser Pferd und reiten mal zurück nach Rathai. Weil das ist ja so hier der ultimative Performance-Test in dem Spiel. Weil das halt die größte Stadt ist. Und zwischendurch sehen wir hier mal so ein bisschen die Landschaft. Totes Pferd. Ups. Also wir sind hier unterwegs mit 72 FPS. Man muss immer sagen, für das normale Full HD Gaming ist dieser Rechner voll ausreichend. Ihr könnt hier gut flüssig spielen, alle Spiele in auf jeden Fall hohen Einstellungen. Mit WQHD wird es halt schwierig, weil da einfach die 6 GB von der Grafikkarte an ihre Grenzen stoßen. Wir müssen das Pferd mal kurz verschnaufen lassen. Genau. Aber was Full HD betrifft, seid ihr mit so einem Rechner auf ein paar Jahre gut gewappnet. Und ich zeige euch im Nachgang jetzt noch, wenn wir hier mal durch die Hauptstadt geritten sind, was der Rechner jetzt eigentlich zusammen, wie er dasteht, wie ihr es gesehen habt, in Folge 1 die Komponenten, was er gekostet hat. Gut, ab und zu, wenn er mal laden muss, droppen die Frames, aber sonst sind wir hier bei über 60. Das ist schon ganz gut, vor allem. Das ist jetzt kein Ego-Shooter oder so, wo ich unbedingt 150 FPS brauche, sondern es ist hier ein Mittelalter-RPG. Wir lassen ihn mal kurz die Texturen laden, weil die Festplatte gerade nicht hinterherkommt. Das ist halt das Problem, deswegen auf meinem Hauptrechner, wo ich das immer spiele, habe ich das Spiel auf SSD installiert. Da habe ich extra eine 1 TB SSD nur für Spiele drin, damit da eben solche Nachladeprobleme nicht passieren. Ja, trotzdem, wir kommen hier gut durch. 50 bis 60 Bilder. Eher jetzt so an den 50. Aber ihr müsst bedenken, die hohen Einstellungen bei Full HD, die ziehen trotzdem ein bisschen am System. Das ist einfach so. Und ich meine, das Spiel ist jetzt auch grafisch nicht so schlecht gemacht.
dass man das hier sehr gut anschauen kann. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sind halt permanent im Limit der Grafikkarte, seht ihr auch. Bei fast 100%. Die Grafikkarte ist irgendwo bei 77 Grad jetzt unterwegs. Der Prozessor, der langweilt sich eher etwas. Ja, das ist so. Ist aber jetzt auch bei 63 Grad, weil jetzt einfach das Gehäuse innen relativ warm wird durch die Grafikkarte, die halt hier ihre 80 Grad ausstößt. Und das ist halt dann das Hauptproblem. Leider kommen wir hier nicht auf den Turm. Da werden wir dann von Wachen angegriffen. Ja. Aber ich denke, das kann man hier super gut eigentlich spielen. Ups, das ist ein privater Bereich. Da möchte ich eigentlich jetzt nicht rein. Aber ihr seht's, läuft eigentlich so ganz gut. Kann man jetzt nicht meckern. Ich würde sagen, mit diesem Blick hier in Kingdom Come, wenn wir das Spiel jetzt auch mal beenden, ohne zu speichern. Und ich zeige euch jetzt nochmal auf die Schnelle. Zack, jetzt seht ihr hier erstmal ganz viel Stuss. Ich habe hier jetzt nochmal zusammengerechnet, was der Rechner gekostet hat. Und wir kommen hier bei ziemlich genau 700 € raus. Wie setzt sich's zusammen? Das Mainboard, das B50i von Aorus, kostet um die 115 €, je nachdem, wie man drankommt. Deswegen, es kann auch sein, dass man es mal für 105 bekommt, aber ist nicht garantiert, deswegen setze ich mal hier die 115 an. Der AMD Ryzen 5 2600 wechselt so für 160 € den Besitzer. Der Arbeitsspeicher, der Corsair, den ich verbaut habe, die 16 GB, kosten etwa 95 €. So eine M2 SSD mit 256 GB habe ich mal so mit 40 € angesetzt. Das ist ein ganz vernünftiger Wert. Dann die Grafikkarte, die KFA2 GTX 1060 mit 6 GB gibt es für etwa 200 €. Das Gehäuse von Shakun, das C10, dafür legt ihr etwa 40 € hin. Für das Corsair-Netzteil mit 450 Watt etwa 40 €. Und dann habe ich hier noch so einen Posten, dies und das. Da habe ich jetzt den Gehäuselüfter noch, den zweiten, den ich eingebaut habe, und das Y-Kabel für den zweiten Lüfter. Habe ich jetzt mal mit 10 € hier noch reingenommen und dann kommen wir ziemlich genau bei den 700 € raus. Und ich denke, für 700 € ist das ein wirklich guter Gaming-PC, wo man auch wirklich was bekommt für das Geld. Und das Zusammenbauen ist jetzt nicht die Riesenkunst. Ja, ich denke, damit haben wir hier alles abgefrühstückt in diesem Video. Ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt jetzt nochmal in dem Video gesehen, was der PC in Spielen leisten kann. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und 700 € ist dafür eigentlich auch ein guter Preis. Denn ich sage mal, ein Gaming-PC, da ist man auch mal schwuppdiwupp, wenn man mit Intel baut, bei über 1000 €. Deswegen finde ich, ist man hier mit 700 € sehr gut dabei. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen für das Video da, am besten nach oben.
Wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt mir einen Kommentar. Ich werde versuchen, darauf zu antworten, wenn es irgendwie in meinen Möglichkeiten steht. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Ciao, euer Fabi.